Moin Moin Kinder, also willkommen zurück zu Let's Play Overwatch. Wir spielen heute mit Zenyatta. Ich kann Zenyatta noch nicht so besonders gut, darum werden wir auch gleich erstmal ein Match gegen mittlere KI machen. Zuvor möchte ich euch aber gerne noch zeigen, wie Zenyatta funktioniert oder was er so machen kann. Ich will es jetzt hier nicht so tun, als wenn ich der große Experte für dieses Spiel wäre, deswegen tut es mir leid, aber ich will zumindest mal zeigen, was für Moves er drauf hat. Weil ich das ja doch ganz interessant finde. So, das ist er. Ziemlich niedlich, er gehört zu den Heilern. Oder zu den Unterstützungshelden. Ist eine so eine Art Robotermönch. Ein Omnic-Mönch. So, er kann halt diese Kugeln abfeuern, die auch gar nicht so schlechten Schaden machen. Wenn ich jedoch E drücke, mache ich sogar noch mehr Schaden. Denn E ist die Sphäre der Zwietracht. Die den Schaden, den die Gegner erhalten, nochmal stark erhöhen. Dann habe ich hier die Sphäre der Harmonie, glaube ich. Die meinen Verbündeten halt heilen. So. Ja, ich will jetzt mal sehen hier an diesen Übungsbots. Seht ihr, mein verbündeter Bot hat ihn locker gekillt, denn er hatte eine Kugel drauf, die ihn geheilt hat, und der Gegner hatte eine Kugel drauf, die ihm Schaden gemacht hat. So, das ist natürlich so eine Art, ja, ich bin halt nicht so ein richtiger Heiler mit Zenyatta, aber halt schon ein bisschen. Vor allem bin ich aber jemand, der halt mein Team unterstützen kann, gerade bei schwierigen Gegnern, mal ein bisschen mehr Schaden auch rauszuhauen, was ganz praktisch ist. Die ultimative Fähigkeit von Zenyatta ist Transzendenz. Das ist für mich einerseits so eine Art Oh-Shit-Button, andererseits aber auch sehr praktisch, wenn man von Gegnern überrannt wird auf einem bestimmten Zielpunkt und dann versuchen muss, da noch ein bisschen Zeit zu schinden, beziehungsweise seine Verbündeten so ein bisschen zu boosten in dem Fall. Und diese Technik sieht genau so aus. Spürt die heilende Ruhe. Ihr seht, für 5 Sekunden heile ich halt alle in meiner Nähe, auch relativ schnell und zügig und gut. Und bin in der Zeit sogar auch noch unverwundbar. Also auf jeden Fall ein sehr gutes Ultimate, was nochmal den Heilungscharakter von Zenyatta so ein bisschen hervorhebt. Der natürlich trotzdem jetzt nicht so ein professioneller Heiler ist in dem Sinne wie beispielsweise Mercy oder Lucio. Aber dennoch auf jeden Fall Heilerqualitäten hat. Und ich mag ihn halt sehr gerne. Also während der Beta hatte ich auch eine relativ coole Skin für ihn gehabt. Die können wir uns vielleicht auch mal gleich gerade ansehen. Match verlassen, ja. Eine relativ coole Skin für ihn gehabt. Wo ist er denn jetzt? Da. War das diese hier? Ne, die hatte ich. Ifrit hatte ich gehabt. Guck mal, wie cool er aussieht, ey. So geil. Ich hoffe, dass ich die jetzt irgendwann mal ziehe. Oder auch die. Also Zenyatta finde ich richtig gut. Zenyatta ist epischst. Nice. Auf jeden Fall nice. Gut, ich würde sagen, wir machen dann ein Spiel. Ne, kein Training, wir machen schon mal ein richtiges Spiel gegen die KI, aber auch nur gegen mittlere KI. Ja, so ein richtiges Match traue ich mich mit Zenyatta dann doch noch nicht ran, weil ich muss einfach ein bisschen üben, ein bisschen trainieren, besser mit ihm werden. Ich will das meinem Team auch nicht unbedingt zumuten, mit jemandem, der halt nicht so sicher mit einem Helden ist, spielen zu müssen. Obwohl ich das Gefühl habe, dass das für andere Leute auch nicht so wichtig ist. Nein, aber halt die ganze Mechanik, das ganze, also die ganze, wie soll ich sagen, die Spielweise von Zenyatta möchte ich einfach stärker verinnerlichen. Und da versuche ich erstmal ein bisschen einfachere Matches, wo ich ein bisschen üben kann. Bisschen versuchen kann, mich zu verbessern, und wenn ich das Gefühl habe, okay, ich bin relativ sicher mit Zenyatta, probiere ich vielleicht auch mal die schwere KI, was wirklich nicht gerade einfach ist. Das wahre Selbst ist ohne Form. Okay. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Ich bleib dabei. jetzt weiß ich gar nicht, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, ja, möchte ich gerne diesen kleinen Freund hier perfektionieren. Ich meine, er ist so friedlich und ruhig und einfach tiefenentspannt, der Typ. Finde ich gut. So, wir haben einen Angriff vor uns auf den Nachtmarkt im Lijiang Tower. Wir haben Symmetra auch noch eine Unterstützung, die so ein paar kleine Heilungsfähigkeiten hat, aber doch eher so eine Art ja, doch eigentlich eher so ein Supporter einfach ist, also nicht wirklich ein Heal. Erstmal begrüßen. So. Dann haben wir einen Tank mit Reinhard, dieser Trooper 81. Wieder einen, so ein Zwerg.
Manchmal okay. frage ich mich, ob deine schlechte Laune mit deiner Körpergröße zu tun hat. Ich finde es so total witzig, wenn die so zusammen miteinander interagieren. So, wen gebe ich dir meine Kugel? Ich glaube, ich warte erstmal ab, wie die Leute gehen. Wer es am nötigsten hat. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, beispielsweise Reinhard so eine Kugel zu geben. Ich meine, er hat einen fetten Schild. Bau dein Schild auf. Na, ich gebe ihm mal. Oh Leute, ihr müsst aber auch mal ein bisschen, ne? Ein bisschen entspannt hier bleiben, ne? Alter. Könnt ihr mitkommen, wenn ihr wollt. Ich meine, ich kann auch nicht alles wegkallen. Na? Vor allem, wenn ihr nicht in meinem Sichtfeld seid. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute das nicht wissen oder nicht dran denken, dass... Du kannst dich auch mit E reparieren, mein Freund. Das würde es mir sehr viel einfacher machen. Okay, unser Tank ist in den Tod gestürzt. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Oh, shit. Und ich stehe mitten in der Line of Fire. Stecke mich einfach hier hinter dem Bastion. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich bin aber auch echt nicht bereit, so jemand wie Bastion meine Kugel zu geben. Bastion kann sich richtig schnell halt selbst reparieren. Das finde ich halt so läppisch irgendwie. So. Was soll ich ihm vielleicht mal geben? Er muss ja auch eigentlich relativ nah ran meistens. Mal gucken, probieren wir mal ein bisschen aus. Wir gucken mal, wo meine Kugel vielleicht am besten... Leute. Team wurde ausgelöscht. Oh, das ging aber schnell. Das ging sehr schnell. Ja, okay, weil die da vorne schon angreifen. Ist in Ordnung. Ich bin nur hier, um ein bisschen zu heilen. Möglicherweise habe ich auch wieder meine Transzendenz offen. Na, der ist weg. So. Aber ich würde sagen, den Punkt haben wir. Sehr schön. So, müssen wir den nächsten noch einnehmen. In diesem Modus gibt es bis zu 3 Runden. Ah, es ist halt, wer zuerst 2 Punkte hat, gewinnt. Hast du gerade den rollenden Busch da gesehen? Ich habe auch ein Spray. So ein relativ cooles. So. Ich gebe trotzdem mal dem Torbjörn meine Kugel. Ich halte ihn für relativ kompetent. Und sie merkt vielleicht auch keine schlechte Wahl wäre. Ich weiß es immer nicht. Wem würdet ihr die Kugel geben? Wer hat es verdient, halt so einen kleinen Heilungsboost zu bekommen? Ich vermisse ihn schmerzlich. Ich vermisse ihn. Er hat so eine entspannte Stimme. Ich liebe das, ey. Unsere Gedanken sind eins. Du selbst bist dein größter Feind. Wo ist er jetzt hin? Ach so. Ist auch richtig gut, dass ich alleine hier drin bin, ne? Danke für nichts, mein tankiger Freund. Ne, ich will ja nicht meckern. Wie gesagt, wir spielen nur gegen mittlere KI, da muss man vielleicht auch nicht so hundertprozentig jetzt immer an alle Sachen denken, aber... Ich meine, gerade wenn ich... weiß nicht, wenn es darum geht, einen Zielpunkt einzunehmen... Sollte ich denn nicht vor allem versuchen, den Zielpunkt einzunehmen? Team wurde ausgelöscht. Hier Rüstung, greift zu! Nehmt die Rüstung! Du hast mein Dach! Der
Du hörst meinen Dank. Ja gut, ist natürlich relativ witzlos, ne, der ganze Modus. Super. Team wurde ausgelöscht. Das ist schon ein bisschen mehr. Da ist schon wieder einer runtergefallen. War das wieder der Tank? Sieht so aus, ne? Er hätte vielleicht auch den Teleporter benutzen können, aber gut. Aber gut. So, Leute, seid mutig. Mein Ult ist nämlich bereit. Das lief doch sehr gut. Ich würde sagen, das war eine sehr schöne Ulti-Nutzung. Ihn noch ein bisschen heilen, dich noch ein bisschen heilen. Okay, hat anscheinend schon gereicht. Nice. Naja, wie ich schon 3000 Mal gesagt habe. Nicht unbedingt super herausfordernd, aber wie gesagt, um die Mechanik so ein bisschen rauszubekommen. Definitiv eine gute Sache. Außerdem denke ich mir, wenn das hier Leute sind, die vielleicht auch nicht so gut sind in diesem Spiel oder gerade erst angefangen haben. Das war ziemlich cool, das muss ich sagen. Ist es doch schön, wenn sie jemanden da haben, der vielleicht auch ein bisschen erfahrener ist. Nicht, dass ich gut wäre, aber ich habe ja doch schon ein paar Spielstunden, was dieses Game angeht, auf dem Buckel. Achso, jetzt habe ich gar nicht gewotet für jemanden. Ganz schön asozial. War ein gutes Match. Ein sehr gutes Match sogar. Aber das ist auf jeden Fall auch genug für heute. Ja, sagt mir gerne, wie es euch gefallen hat. Falls ihr irgendwelche Tipps für Zenyatta habt, nehme ich die sehr gerne dankend an. Natürlich konstruktiv. Ne? Ich meine, ihr braucht mir nicht sagen, dass ich irgendeinen Helden in Overwatch scheiße spiele. Ich weiß, ich bin nicht besonders gut in solchen Games. Aber ich weiß nicht, Overwatch macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Und ich glaube, dass ich das ein oder andere Mal vielleicht sogar ganz gute Plays hinlege. Ne? Will ich jetzt einfach mal so sagen. Ich hatte Fun. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Overwatch. Auf Wiedersehen.